Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Unboxing der neuen My Little Box. Und zwar eine First Impression diesmal, denn ich habe sie tatsächlich noch nicht aufgemacht. Was mir auffällt, sie hat auf jeden Fall eine andere Form. Finde ich mega cool. Oh, was sehe ich denn da schon drin? Also ich mache sie mal einmal auf. Hier muss ich an der Seite auf. Und wie cool sommerlich ist das denn? Mega zitronig. Ist auch so eine Plastikbag, finde ich ganz cool, um die zum Strand mitzunehmen, muss ich sagen. Und jetzt checken wir mal, was der Inhalt so hergibt. Okay, als erstes fällt mir hier dieses Produkt auf. Und zwar ist das so ein 3-in-1, wie nennt sich das? Lemon Superfood All-in-One Rescue Butter. Man kann das zum Reinigen benutzen, man kann es aber für trockene und rissige Hautstellen benutzen oder halt ganz einfach als Feuchtigkeitscreme. Ich würde sagen, wir machen das Ganze mal auf. Es sieht eher aus wie so eine Sonnencreme, finde ich. Und erinnert mich vom Fläschchen her ein bisschen an diese L'Occitane-Produkte. Oder was sagt ihr? Als nächstes, oh, mega cool. Wir haben hier einen Essie-Nagellack in einer mega schönen Farbe. Und zwar so ein Rosé-Ton. Finde ich total hübsch. Jetzt so für den Sommer habe ich auch noch nicht so einen Ton. Eher so ein bisschen pinkig-rosa, Barbie-mäßig. Und der sieht so ein bisschen nudig-pink aus. Wisst ihr, was ich meine? So, was haben wir als nächstes hier drin? Ein My Little Beauty Produkt ist es, und zwar ein Vitamin Pink Stick. Und der riecht richtig sonnig und ja, so macht auf jeden Fall gute Laune, muss ich sagen, ein bisschen zitronig. So sieht der aus und ich würde sagen, es ist einfach ein Lippenpflege. Ach nee, ein Magic Cheek Stick, was ist das denn? Also der scheint ja dann für die Wangen zu sein. Wir tragen den einfach mal auf. Was soll man sich denn hier auf die Wangen geben und nach ein paar Minuten nimmt der... Oh, es fängt jetzt schon an. Könnt ihr das erkennen? Dass es so einen rosigen Ton annimmt. Und zwar soll sich das an den pH-Wert der Haut anpassen. Okay, ein paar Minuten ist auf jeden Fall übertrieben, denn es nimmt direkt Farbe an. Also es ist schon sehr rot-pink bei mir. Aber wir warten jetzt einfach mal die paar Minuten ab, wie es sich so... Ich verteile es auf jeden Fall ein bisschen, wie es sich so noch ergibt. Jetzt ist es mir gerade ein bisschen zu pink für meinen Geschmack, muss ich sagen. Was haben wir denn hier noch für Produkte drin? Gucken wir mal, was ist das denn hier? Ein Zitronen-Civre? So sieht das aus. Sagt mir jetzt gerade erstmal nichts. Machen das Ganze mal auf, was da denn so drin ist. Okay, hier ist eine kleine Frau drin abgebildet. Und was haben wir denn da drin? Das sieht mir aus wie so Augenpads, oder? Was sagt ihr? Vielleicht kann man die in den Kühlschrank legen und dann... auf die Augen geben, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Finde ich eine coole Idee. Achso, hier ist ja auch noch eine kleine Beschreibung bei. Von schlaflosen Nächten keine Spur. Sind auf jeden Fall Augenpads. Finde ich cool, habe ich noch nicht, werde ich auf jeden Fall testen. Und jetzt habe ich hier noch so eine große Box drin. So sieht die wieder aus. Und da steht drauf Limonadier Press Agrum Vitamin. Okay, das ist eine Zitruspresse. Und zwar eine sehr schöne Zitruspresse, wie ich finde. So ein bisschen gesprenkelt, so in diesem typischen My Little Box Design. Und das war's auch an Inhalten, die wir hier drin hatten. Wie fandet ihr die Box? Schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Also ich muss sagen, es gab schon bessere Boxen, muss ich wirklich sagen. Das ist jetzt eher nicht so mein Fall, aber das ist natürlich auch immer Geschmackssache. Ne? Also wie jeder weiß, ist alles irgendwie Geschmackssache. Und ich habe halt zum Beispiel, mein Favorite war natürlich diese Estee Lauder Box. Die letzte Box fand ich mega cool, dieses Kosmos. Und das ist jetzt einfach nicht so mein Ding, muss ich sagen. Ich fand den Nagellack echt ganz cool und die Augenpads finde ich auch echt richtig gut. Ja, der Rest ist okay. Braucht man aber auch nicht unbedingt. Ich sag mal, so eine Zitronenpresse hat, glaube ich, jeder zu Hause, auch wenn die jetzt ein hübsches Design hat. Aber wäre jetzt auch nicht so das, was ich mir jetzt in der Box gewünscht hätte. Ansonsten finde ich das auf jeden Fall cool zum Mitnehmen, wenn man mal so einen Seetag oder einen Strandtag macht. Ja, der Farbton passt leider gar nicht. Das sieht eher so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, so ein bisschen Babydoll-mäßig aus. Aber ansonsten... freue ich mich trotzdem wieder auf die nächste Box. Wie gesagt, die eine Box ist mal eher was für einen, die andere Box halt eher nicht. Ne? Wo ihr die Box bekommt, natürlich wieder in der Infobox. Schaut da auf jeden Fall rein. Und es gibt gerade so eine Aktion, habe ich gesehen, dass die so 5 goldene Tickets verlosen. Da kriegt man 5, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine 5, dass man ein lebenslanges Abo der
My Little Box bekommt. Mega krass. Lebenslang einfach richtig heftig. Aber es gibt auch noch andere Preise, irgendwie 3-Monats-Abo umsonst und so weiter und so fort. Guckt da auf jeden Fall rein. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Schaut hier in die 2 Videos, die ich euch verlinke. Oder drückt das Abo-Knöpfchen, falls ihr noch kein Abonnent meines Kanals sein solltet. So. Das Video war sehr spontan, wie ihr merkt. Ich sage tschüss und bis dahin. Eure Laura.